Jetzt muss ich vorsichtig sein. Das Relikt bringt nur Verderben. Isidora kann nicht glauben, dass das der Wille der Götter ist. Sie hat die Armee von Anubis beschworen, um sie zu beschützen. Spielt mit meiner Wahrnehmung. Ich muss sie finden.
verschlossen. Was auch immer ihre Beweggründe waren, sie müssen hinter dieser Tür liegen. Als Gemahlin des Verborgenen behält sie ihre Geheimnisse bei sich. Sie will beenden, was ihre Mutter begonnen hat. Eine Notiz. So wie den Gott kann er auch das Gleichgewicht wiederherstellen. Auf ihrer Suche nach Gleichgewicht und Wahrheit könnte sie zahllose töten. Das hätte ihre Mutter nicht gewollt. Ein verborgenes Grab im Tal der Könige. Es wurde nie entdeckt. Sie will beenden, was ihre Mutter begonnen hat. Ein Ritual, um die Ma'at im Grab eines längst vergessenen Pharao wiederherzustellen. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Gebt den Weg frei! Halt! Oh. Huh.
Beschützt den Neb! Ich weiß, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber diese Sphäre verdirbt alles, was sie berührt. Ihr Niff, die ihn. Ihr Niff, die ihn. Verfolgst du mich jetzt wie gewöhnliche Beute? Bayek. Gebt mir die Sphäre. Ich will euch nicht töten. Meine Mutter sagte mir, dies wäre unsere Rolle. Die Ma'at wiederherzustellen und Amun auf seinen Thron zu heben. Dafür wurde ich geboren. Deshalb musste ich mich verstecken und zusehen, wie sie ihre Kehle aufschlitzten. Damit ich die Stärke habe, Amuns Willen zu erfüllen. Oh, das ist keine Stärke. Das ist Barbarei. Ihr nifft ihn. Das muss enden, Isidora. Ihr verratet Amun, euer Volk, eure Pflicht. Doch ich erfülle die meine. Huh!
Sein Vater, Echnaton, vererbte ihm die Sphäre. Tutanchamun wollte das Gleichgewicht wiederherstellen. Er gab sie den Priestern des Amun. Aber Isidora verzerrte das Ritual im Namen der Rache. Sie verriet ihre eigenen Götter. Gewähre mir Zugang zum immerwährenden Himmel und dem Berg, auf dem ihr Begünstigten wohnt. Lass mich mich denen anschließen, die heilig und perfekt in der göttlichen Unterwelt sind. Lass mich bei ihnen erscheinen, um deine Schönheit zu betrachten. Ich erhebe meine Hände voller Bewunderung für dich. Sicher ist.
Bist du hochmütig, arrogant? Ein Lügner im Haus des Anubis? Hältst du dich etwa für einen Richter? Du entscheidest über Schicksale, wenn deins verdorben ist. Amun wählte dich. Ich verstehe es nicht. Das war mein Geburtsrecht. Meine Rache. Wieso erhörte er meinen Schrei? Wieso gab er mir die Macht zu beenden, was sie begonnen hat? Und lässt mich dann scheitern. Amun gab dir keine Macht. Er gab dir eine Wahl. Die Feder der Ma'at. Nein. Mein Herz ist zu schwer. Glaubst du, dass Amun mich beschützt? So leicht es ist, das Falsche zu tun, so leicht ist es für Amun, gnädig zu sein. Sein Zorn vergeht in einem Moment. Sein Atem kehrt zurück mit Gnade. Möge der Verborgene dich begleiten. Der Herr der Duat erwartet dich. Setz mich ab. Lass mich runter. Ich glaube, ich schaffe es alleine. Meinst du? Ich dachte einst, ich hätte niemanden mehr auf der Welt. Nun bin ich ein Nachfahre von Ramses dem Großen. Und ich habe eine unvorstellbar große Familie. Ein sehr kleiner Preis. Danke, Nap. Was wirst du nun tun mit diesem Horror? Bei Rehs Licht, ich will das alles nicht. Ein Grund mehr ist zu nehmen. Du weißt besser als jeder andere, was es kann. Begrab es und alle Erinnerungen daran. Nun gut. Aber nicht hier. Keine Geheimnisse mehr in diesem Tal. Ah, eines muss es noch geben. Du stellst die Ma'at wieder her und gehst. Wenn es das ist, was du willst, von dir wird niemand erfahren. Von mir. Hey! Bayek! Wir treffen uns wieder in den Gefilden der Binsen. Dafür sorge ich. Alles ist gut. Wir brauchen keine Hilfe. Wir werden hier alles zumachen. In einem Moment.